Was macht ihr zwei? Oh, ich weiß, ihr wollt beide nach draußen miteinander spielen, nicht wahr? Oh, meine kleinen Kätzchen. Na gut, Apollo, ja, ich weiß. Apollo kriegt dein Geschirr an. Dann wird er sich sowieso nicht weit bewegen, hoffentlich. Ja, ich habe gerade den GPS-Tracker aufgeladen. Der kommt dann hier rein. So, einen Moment. Ich hab's gleich. Ja. Jo. Jetzt. Wo ist das andere? Da. Komm her, Kätzchen. Ja. Komm her. Ja. Komm. Warte. So. Eigentlich wollte ich warten, bis euer Papi wieder da ist, damit wir zusammen gehen können. Aber er braucht wohl noch was länger. Vorsicht. So, komm. Komm mal, Polly. Wir gehen hier. Komm. Apollo will nicht. Das war ja so klar. Hat gemerkt, dass es windig ist und jetzt will er doch nicht. Katzi, was ist los? Auch zu windig, ne? Guckt mal, Apollo kommt. Hallo, Baby. Hallo, Kätzchen. Wo gehst du hin, hm? Oh nein, nicht schon wieder da lang. Das haben wir doch besprochen, dass das eine doofe Idee ist. Weißt du das nicht mehr? Ja, hier ist okay. Kurz gucken, wo Cosmo, wo Apollo ist. Ach, da ist der, okay. Gut. Gucken wir, was hier ist. Ich habe, nee, gestern Abend haben wir zusammen mit Marcel draußen eine Katze gesehen. Und wir dachten, das ist vielleicht Noah, aber das war er nicht. Katze ist dann weggelaufen vor uns und das würde Noah ja nicht machen. Deswegen war er das wahrscheinlich nicht. Ich will auch nicht so dreist sein, da hingehen und fragen, weil geht mich eigentlich nichts an. Von daher, ja, warten wir mal, was kommt. Ach, guck mal, Apollo ist rausgelaufen. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass mir die Katze nicht abhaut. Diese ist ja an der Leine, aber das da, dieses Kätzchen dort könnte auch flüchten. Komm, Cosmo, wir gehen mal gucken, ob ich die Tür zugemacht habe, richtig. Hallo, Polly. Aber nicht weglaufen, Kätzchen. Ich nachher ein Problem. Oh, jetzt muss ich hier auch noch drunter klettern. Ah, hier ist ein Spielzeug. Katzis, Spielzeug. Guck mal. Apollo, willst du auch? Boah, mir ist schwindelig. Jetzt ist mir schwindelig. Du kleines aggressives Kätzchen. Mal an, wie hübsch Apollo hier ist. Zwischen all den Sträuchern. Willst du auch spielen?
ganz schön gefährlich, diese Tiger. So, ich habe eine Idee. Aber dafür müsstet ihr hier kurz warten. Ich müsste euch dafür alleine lassen. Kann ich euch alleine lassen? Nee, ne? Hm. Hey, mein Freund. Nicht so schnell. Dieses Kätzchen. Komm. Du bleibst schön hier. So schnell geht das dann. Da macht er sich einfach in die Richtung. Komm, es wird langsam zu windig. Falsche Tür, die ist nicht offen. Die ist nicht offen, du musst da hinten hin. Komm mit, ich zeig's dir. Komm. Oh. Dieses Kätzchen. Folg einfach dem Stock. Komm. Ja, komm, folg dem Stock. komm. Folg dem Stock. Okay, Apollo, hier rein. Los. Wenn es dir zu windig ist, dann musst du hier reingehen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Kätzchen auch gleich müde ist. Puh, jetzt ist mir wieder schwindelig. Und dass wir auch reingehen können. Ich werde es jetzt riskieren und ihm das die Leine abmachen, damit wir besser spielen können. Hier. Apollo will auch spielen. Okay. Kätzchen. Ich sehe schon, Cosmo atmet schwer. Wir sollten mal wieder reingehen. Findet ihr nicht? Ja, genau. Riech mal deinem Bruder, ob alles okay bei ihm ist. So, geh mir rein. Sonst... Doch nicht müde. Aber dieses Kätzchen muss rein. Bevor ich nämlich mit dem anderen Kätzchen weiterlaufen kann, muss dieses Kätzchen einmal kurz rein. Komm mit. Geh mal rein. Cosmo, komm her. Okay. Dann so. Kurz Tür zu machen. So. Einige haben gefragt, wie machst du das? Was ist das für ein Geschirr, was du da hast für Cosmo? Und warum kann er da nicht rausschlüpfen? Doch, kann er. Kann er. Und zwar gibt es gar kein Geschirr, aus dem die Katzen sich nicht befreien könnten. Der Trick ist, wenn ihr die Katze so habt, ja? Ihr wollt nicht, dass er weitergeht. Cosmo, komm mal. Komm. Komm, wir gehen woanders hin. Nein. Nicht dahin. Jetzt wollte ich euch das zeigen, weil normalerweise stellt er sich dann auf. Möchtest du rein? Na gut, dann gehen wir rein. Normalerweise, wenn ich die Leine stramm halte und er dieses Halten dann nutzen kann, um sich sein Geschirr auszuziehen, dann braucht er sich nur auf die Hinterbeine zu stellen und die Pfoten nach vorne zu machen. Und ja, schon kann er sich das ausziehen. Aber der Trick ist dann, die Leine sofort locker zu lassen.
weil dann hat er nicht mehr diesen Widerstand und kann sich das Geschirr eben nicht mehr ausziehen. Der Trick ist, die Leine locker zu lassen und dann zu der Katze hinzugehen und ihn aufzuheben und woanders hinzutun. Weil ansonsten riskiert ihr, dass er sich sein Geschirr auszieht und wegläuft. Vielleicht kann ich euch das gleich wieder zeigen, wenn er wieder aufs Grundstück vom Nachbarn gehen möchte. Und ich möchte das ja nicht. Lass mal, wir können da hingehen. Komm mit. Nein, nein, dahin. Nein, 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 hier. Bei Fuß, bei Fuß. Super. Jetzt, wo ich das vorführen will, benimmst du dich echt gut. Komm. Komm, komm, komm. Komm mit. Ja, komm. Nein, nicht dahin. Ich wusste ganz genau, dass er nur so guckt, wo er hinlaufen kann. Guck mal, da hinten gibt es ein Grundstück, das ist nicht bebaut. Da können wir hin. Hm? Hättest du Lust drauf? Komm. Gleich sind wir da. Guck mal. Guck mal hier. Nee, nicht dahin. Nicht dahin. Guck mal, Cosmo. Cosmo. Hey. Nicht dahin. Nein. Guck mal hier hin. Guck mal den Finger. Guck mal, wie geht. Cosmo. Cosmo. Hey. Guck da. Wir gehen dahin. Guck mal hier. Hier kannst du rein. Siehst du? Ja, da können wir hin. Da kannst du dir irgendwas angucken, wenn du möchtest. Willst du? Willst du dir irgendwas angucken? Nein. Na gut, wie du willst. Das geht nicht. Das darfst du nicht. Ja, heute ist das Kätzchen eher brav. Deswegen kann ich euch das leider nicht vorführen, was ich meine. Er hält sich schon mal gut an die Regeln. So, Katzi, komm. Nee, wir gehen wieder zurück in unseren Eigengarten, danke. Komm mit. Kätzchen, komm. Was willst du denn da? Das ist doch dreckig. Zumindest ist es nicht mehr so schlammig wie gestern. Trotzdem sind die Pfoten bestimmt gleich komplett verdreckt. Ein Blatt. Komm, es ist windig. Apollo wartet auf uns zu Hause. Das Kätzchen bringen wir jetzt rein. Sag mal deine Pfoten. Ui, sind die dreckig. Ui, sind die dreckig. Sollen wir die mal sauber machen gleich? Hm, Baby. Apollo wartet schon. Mach mal Platz hier, Apollo. Wir müssen hier ein paar Dreckspfötchen sauber machen. Ja? Müssen wir wieder ein paar Dreckspfötchen sauber machen? Dann machen wir das mal. Ah, ist aber trockener Lehm. Das wird schon funktionieren. So, Apollo. Danke. Oh, süß. Ihr zwei, macht ihr euch jetzt sauber, ja? Cosmo, du musst auch Apollo putzen. Er hat dich auch geputzt. Guck, guck. Lass dich doch mal putzen, mein Gott. Guck mal, Cosmo, wie süß dein Papi ist. Ja, er hat mir Blumen geschenkt zum Frauentag. Ich gratuliere euch übrigens auch allen herzlich zum Weltfrauentag. Lasst euch verwöhnen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Marcel da so aufmerksam ist. Und er hat mir sogar ein Parfüm geschenkt. Von Paco Rabanne. Richtig süß, oder? Und diese wunderschönen Blumen mit der Vase. Die sind einfach riesig. Das Problem ist, er hat vergessen, dass Lilien giftig sind für Katzen. Und naja, jetzt können sie noch so stehen bleiben. Aber sobald sie auch nur ein bisschen aufgehen, muss ich sie abschneiden und wegwerfen.
Ja, weil schon allein das Pulver, was da drin ist, sehr giftig sein kann, also zum Tod sogar führen kann bei Katzen, wenn sie das einatmen. Deshalb sicher ist sicher, aber ist so wunderschön. Noch kann ich ihn nicht zerstören. Aber sobald sie anfangen, sich zu öffnen, werden sie leider nach draußen separiert. Marcel meinte, ich soll sie jetzt schon rausnehmen, aber ich finde, das hat dem Strauß jetzt gar nichts ausgemacht. Der ist immer noch wunderschön. Und hier habe ich die Lilien in der Hand und ich werde sie draußen aufstellen, damit sie draußen blühen können. Die Katzen können eh noch nicht in den Garten alleine. Tada! So, jetzt dürfen sie hier weiterhin wunderschön sein. Oh nein, schaut mal, da ist eine Hummel. Ich weiß gar nicht, was die Hummel hat. War das mit Absicht, dass er sich da versteckt hat? Hummel, suchst du irgendwas? Er sucht bestimmt Wärme oder so. Ich stelle ihm Zucker raus. Ich nehme jetzt einfach diesen Napf hier. Ich habe sonst nichts Flaches gefunden. Jetzt habe ich da ein bisschen Wasser reingemacht. Und das kriegt jetzt die Hummel. Ja, der ist immer noch hier. Guck mal. Hummel, komm zurück. Hab keine Angst. Guck mal. Ich stell dir das jetzt dahin. Hallo. Hast du nicht gesehen, dass ich dir was mitgebracht habe? Guck mal da. Na schön. Ich stelle es jetzt das letzte Mal hier hin. Und wehe, du kommst nicht drauf, dass es da steht. Irgendwann wird die Hummel es schon verstehen, oder? Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf. Katzi, sag mal der Hummel, der soll da rauskommen und da was zu trinken holen.